Abitur zusammen. Ich mach Muttersport. Was treibt uns an? Erfolg, Anerkennung natürlich. Ich meine, bei uns ist das eine ganz plakative Angelegenheit. Wir steigen aufs Podest, wir kriegen einen Pokal, wir dürfen die Arme nach oben reißen und Champagner verspritzen. Ich gehe nicht davon aus, dass Sie bei einem gelungenen Abschluss dann vor der Arztpraxis stehen und Champagner verspritzen. Aber das Gefühl ist wahrscheinlich das gleiche, oder? Dieses Ja, ich habe einen Kunden geknackt, der jahrelang nicht zu knacken war. Es geht nicht nur darum, die richtige Person am richtigen Ort zu haben, sondern auch eine ganz genaue Aufgabenverteilung. Bei der Rallye Dakar sieht das folgendermaßen aus. Ich habe eine Teamkollegin, direkte Teamkollegin, das ist meine Beifahrerin oder mein Beifahrer, je nachdem. Und das war für mich schwierig, muss ich wirklich sagen. Ich kam ja von der Rundstrecke, ich habe zwar meine Ingenieure am Funk gehabt, aber dass die mir jetzt sagen, du fährst jetzt links rum oder du fährst jetzt rechts rum, so weit war es natürlich nie, das ist ja klar. Aber bei der Offroad-Rallye muss man sehr genau hören, was die Beifahrerin oder der Beifahrer einem da erzählt. Die sehen das Roadbook. Eine gute Kooperation basiert auf Vertrauen. Das ist ja logisch. Wenn Sie im Team zusammenarbeiten, Sie müssen einander vertrauen. Sie haben die Ansprache an die Kunden und wissen, wer wie reagiert, geben diese Infos im Team weiter. Denn das macht Sie gemeinsam stärker und besser mit einem besseren Ergebnis am Ende des Tages. Team heißt ja nicht toll, ein anderer macht's. So wird es ja gerne mal übersetzt. Sondern es heißt, wir ziehen an einem Strang. Ja, und das ist, wofür alle fahren. Dieses Ich hab's geschafft. 2,5 Wochen, wirklich hart, kaum Schlaf, immer Dreck im Gesicht, auf Deutsch gesagt. Und das Team hat's geschafft. Also ich meine, man kann sich wirklich vorstellen, dass eine Rallye Dakar alleine nicht machbar ist. Da müssen sehr, sehr viele starke Leute dahinterstehen, dass das möglich ist und dass man solch einen Moment dann auch feiert.